So, damit ein herzliches Willkommen zurück zur Police Simulator Patrol Officers. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute eine Schicht in Historic Downtown. Und zwar eine Schicht, die wir auf 15 Minuten stellen, ist das erste Mal tatsächlich eine Fahrzeugstreife. Früh am Morgen. In der letzten Folge haben wir ja einen Unfall aufgenommen. Der von einem Typen verursacht wurde, der unter Alkoholeinfluss gefahren ist und dafür erstmal in den Knast gewandert ist. Den habe ich erstmal kurz einbuchten lassen. So, okay. Das Evaluationszentrum beherbergt auch heute noch viele Restaurants und Bars. Deshalb besuchen wir vor allem Touristen. Diese Gegend und junge Leute gehen hier gerne auf einen Wein oder Cocktail aus. Naja, wahrscheinlich auf Cocktail, ja. Obwohl, Wein, ja, natürlich die Mädels. Man findet in Historic Downtown nicht mehr viele Geschäfte. Die meisten sind nach dem großen Brand von 1866, bei dem 16.000 Gebäude zerstört wurden und 270 Menschen starben, in die heutige Innenstadt umgezogen. Okay. Schichtinfos, Schichttyp, eine Fahrzeugstreife und die Tageszeit ist morgen. Gut, dann gehen wir rein. 15 Minuten, das denke ich mal, passt auf jeden Fall. So, wenn du deinen Personalausweis anziehst, dann überprüf, ob er abgelaufen ist. Das mache ich doch jedes Mal. So, gehen wir mal rein. Wir sollen wiederholen Strafzettel ausstellen, warum auch immer wieder eine Strafzettel, aber gut, ja, warte mal, da komme ich gar nicht raus. Ach, das ist eine neue, das ist eine neue Polizeiwache. Ah, okay, cool. So, gucken wir mal, dass wir hier irgendwo einen Ausgang finden. Das ist die falsche. Dann gehen wir mal. Das ist der Knast. Das ist eine Tür. Wo geht's denn hier raus? Hallo? Entschuldigen Sie? Wo bin ich hier raus? Ja, das ist ja der offizielle Ausgang. Spürt ihr dort? Da geht's doch nicht raus, oder? Ja. Ernsthaft? Wo ist das Typ? Das ist ja der Knast. Wo ist jetzt? Ne, hier geht's auch nicht rein. Hä? Hä? Hier ist der Warteraum. Da. Ah, hier. Okay. Gut zu wissen. Das muss ja mal erstmal auch gesagt werden. Nee? Wegen des Parkplatzes reingekommen. Officer, können Sie das im Auge behalten? Ich kann das übernehmen. Ja, und da ist er. Oh, Moment. Du hast einen Ab... Du hast... Darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Du hast Abfall fallen lassen. Du brauchst doch keine schönen Augen machen. Ich nehme meinen Job sehr, sehr ernst. Die Nicole Harada. Ja, die Person klingt verärgert. Kriegt jetzt auch noch Ärger. Weil sie nämlich einfach weggeworfen hat. Verschmutzung. Du kriegst einen Strafzettel. Es gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa 25 Dollar Bußgeld. So viel Geld habe ich nicht. Nee, ist kein Problem. Du kannst auch in die Knast gehen. Nein, tust du dich nicht. So. Gut. Egal. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Das Bußgeld musst du trotzdem zahlen. So, erster Bericht Fußgänger. Jetzt gehen wir mal unser Auto fahren. Mit unserem Autochen fahren. Einschalten. Ja, wir sind dazu da. Das Ding fährt sich wie, keine Ahnung. Welches Fahrzeug ist da? So. So, ich habe doch schon gesehen. Die Frage ist, darf ich jetzt den nochmal? Den kann ich den jetzt noch bestrafen? Ja, hier. Oder? Nee, kann ich nicht. Schade. Hast du Glück gehabt? Ich wollte mich jetzt bestrafen.
höre ich jetzt schon wieder? Da kann ich mich jetzt ständig drum kümmern. So, Fahrer, fahren, du hast eine rote Ampel. Ich habe sie angehalten, weil sie gerade über Rot gefahren sind. Ja, weil ihr Wagen mich abgelenkt hat. So, und? Erstmal Versicherung. Ich hätte gerne Ihren Ausweis und, wenn möglich, die Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer, bitteschön. Gucken wir mal. Das ist der Herr Mildred Yildiz. Okay. Führerschein geht noch. Fast alles so ganz spinne, oder? Ist das, so. Dann würde ich dich auf jeden Fall erstmal bestrafen wegen an den Fahrer. Kein Versicherungsschutz? Nee, Fahrzeug. Tabulobeleuchtung auch nicht. Fahren. Rote Ampel überfahren. Kriegst auf jeden Fall einen Strafzettel. Ich belege Sie mit einem Bußgeld wegen Überfahrens einer roten Ampel. Das kostet Sie zwischen 120 und 250 Dollar. Ach, kommen Sie schon. So viel? Jo. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Ja, und adios, bye bye. Fahr doch. So, dann haben wir einen Rotzünder. So, dann fahren wir hier mal ein bisschen durch die Gegend. Welches Fahrzeug? Oh! Oh! Du bist voll in mein... Du Perl, du bist voll in mein Streifenwagen gequetscht. Gut, ich muss dir geben, dass ich... Ja, schön. So. Die Frage jetzt, habe ich das gemacht jetzt? Führerschein und Fahrzeugschein, bitte. Ja, Officer. Bitteschön. Ich muss aber zugeben, dass ich das, glaube ich, selber war. Ich war, glaube ich, weil ich den Moment in Einsatz reingekriegt habe und auf das Auto geachtet habe. Hier ist Ihr Unfallbericht. Bitte begeben Sie sich zum nächstgelegenen Revier, um Ihren Fall einzureichen. Die Polizei von Brighton kümmert sich um den Rest. Soll das ein Witz sein? Da steht ja kaum was. Brightons Polizei wird sich um den Unfall kümmern. Bitte entschuldigen Sie die Umstände. Zum Glück wurde niemand verletzt. Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen meine Schuld. Scheiße, jetzt muss ich die Karre natürlich in den... Kann ich die Karre jetzt in die Werkstatt bringen? Kann ich nicht mit dem Auto interagieren? Das hängt natürlich total toll an, dass ich hier wieder letztes Hacker fahre. So, bist du da mal noch an Zicht? Komm, wir halten uns mal ein bisschen mit Fickes. Welches Fahrzeug? Ah, super.
Dauert es wieder so lange. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Glück haben. Dass, ja, Streifenpolizist. Zum ersten Mal im Auto tatsächlich. Jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass ich mich an die Geschwindigkeit halte. Jetzt habe ich 15 erlaubt. Warum? Warum so schnell? Ich weiß, dass die Karre keinen Blinker gesetzt hat. Wie versuchen jetzt? Immer ein bisschen zu langsam. Also die Karre müssen wir jetzt mal reparieren. Ich habe die Schicht, wenn wir noch zu Ende fahren hier auf jeden Fall. So, ja, das ist das Problem, dass ich. Du Sicke, Alter! Das ist das Problem, jetzt darf ich nicht weiterfahren. Ja, schade. Wenn ich, wäre das schon in ein etwas anderes Gebiet gewesen. Schön mal blinken. Jetzt passiert halt nichts gerade, ne? Oh, warte mal. Schon wieder Taxi. So, mein Freund. Schön, dass ihr jetzt... Moinsen!
Fahrer. Fahren. Du hast rote Ampel oder fahren wir fort? Ich habe sie angehalten, weil sie über eine rote Ampel gefahren sind. Ich wollte ja bremsen, habe aber das Gaspedal erwischt. So sind sie halt, die Taxifahrer. Tut mir leid, das geht jetzt leider nicht. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Bitte schön, Officer. Wird das eigentlich immer mal passieren, dass die Leute so aggressiv werden? Ich mach das nicht, vergiss es. Der Führerschein ist okay. Oh, Moment. So, einmal bitte aus dem Fahrzeug aussteigen. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Es kann sein, dass der jetzt gerade, in den Knast geht. Weil der scheint wohl ein bisschen unter Drogen zu fahren. So, ansprechen. Machen wir mal einen Test. Und den machen wir mal auf Drogen. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Negativ. Dann bist du mit... Ihre Schicht ist um. Ja. Ich mach den hier noch fertig gerade, dann bin ich sofort da. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Negativ. Okay. So, definitiv wirst du aber trotzdem für den Verstoß bestraft. Fürs Fahren. Es gibt einen Strafzettel wegen des Fahrens bei Rot. Da werden 120 bis 250 Dollar fällig. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Das ist Pech. So. Gut. Dann machen wir. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. So. Gut. Wir machen jetzt unseren Schichtende. Wir müssen unser Auto nämlich in die Werkstatt bringen. Den Unfall haben wir nämlich selber verursacht. Oh, der ist schon am Telefonieren. Der ist schon dran gerade. Ich habe Scheiße gemacht. So funktioniert das eigentlich nicht, Kollege. Wer denn jetzt schon wieder? Da fahren wir zur nächsten Wache. Dann haben wir dann, gehen wir jetzt mal wieder zurück in die Wache. Mein Gott, das funktioniert total toll. Alles war klar, dass es nicht alles perfekt funktioniert. Um Gottes Willen. Dann gucken wir nochmal, ob wir unseren Raum finden. Da, wo wir ja arbeiten. Der ist nämlich hier. Jetzt müssen wir gucken, wo unser Büro ist. Hier hinten ist es. Oder auch nicht. Dann ist es hier. So, dann machen wir hier einfach Feierabend für heute. Wir haben ein bisschen überzogen, leider. Aber vor allen Dingen haben wir einen Unfall verursacht. Gut. Also klar, dieses Stadtteil haben wir noch nicht abgeschossen. Ist halt so. So, was haben wir denn? Wir haben jetzt noch nicht mal ganz Abercrombie.
Wir werden auf jeden Fall nochmal wohl einen Verkehr, eine Streifenschicht fahren müssen. Uns fehlen noch 250 Erfahrungspunkte, um überhaupt, um überhaupt was hinzukriegen. Das werden wir auch dann tun. Wir werden uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute, und dann geht's weiter mit unserem Streifenpolizisten. Und dann schauen wir mal, was wir so haben.